Das nächste Kriterium steht im Skript unter Lemma 13.9, das ist das sogenannte Wurzelkriterium. Und es ist natürlich wie immer dieselbe Frage. Sie haben eine Reihe und wollen von dieser Reihe wissen, ich schreibe die mal wieder so hin als AN, Sie wollen von dieser Reihe wissen, ob sie konvergiert. Das ist Ihre Frage grundsätzlich immer bei der Anwendung dieser Kriterien. Und in diesem Fall machen Sie aber was ganz anderes. Sie gucken sich diese einzelnen Summanden an, das, was wir Reihenglieder genannt haben. Das ist also der Ente-Summand. Und aus dem Enten-Summanden nehmen Sie die Ente-Wurzel. Das geht bloß nicht immer, weil man aus negativen Zahlen nicht immer jede Wurzel nehmen kann, weil wir ja mit reellen Zahlen in diesem Fall rechnen. Darum schreiben Sie vorsichtshalber noch den Betrag rum. Sie nehmen also den Betrag vom Entensummanden und nehmen daraus die Entewurzel. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Das ist die Stelle, wo ich jetzt schon mehrfach darauf hingewiesen habe, wo gerne mal verwechselt wird. Sie sind interessiert an dem Konvergenzverhalten von diesem Ding hier, und das ist eine Reihe. Sie gucken sich aber an das hier, und zwar gucken Sie sich das an als Folge. Ja? Also das Summenzeichen ist jetzt weg, und Sie interessieren sich stattdessen für dies hier als Folge. Folge. Hier oben ist eine Reihe, hier ist eine Folge. Und wenn Sie Glück haben, dann konvergiert diese Folge erstens und zweitens konvergiert sie gegen einen Wert, der kleiner als 1 ist. Also wenn Sie Glück haben, dann passiert Folgendes. Diese Folge konvergiert gegen irgendeinen Wert, sagen wir mal Rho, und dieser Wert ist dann auch noch kleiner als 1. Wenn das der Fall ist, dann haben Sie gewonnen. Und es folgt daraus, dass diese Reihe hier oben konvergiert. Was Ihnen auch passieren kann, ist, dass diese Folge konvergiert gegen einen Wert Rho, dieser Wert Rho aber größer als 1 ist. Wenn das passiert, haben Sie im gewissen Sinne auch gewonnen, weil Sie dann nämlich auch eine definitive Antwort bekommen, nämlich die Reihe konvergiert nicht. Im ersten Fall ist also die Antwort die Reihe konvergiert, und zwar absolut, schreibe ich jetzt nicht extra hin, weil das alles im Skript steht. Und hier in diesem Fall ist die Antwort, die Reihe konvergiert nicht. In beiden Fällen sind Sie dann aber fertig. In beiden Fällen wissen Sie, ich habe eine definitive Antwort und brauche nicht weiter zu untersuchen. Das Einzige, was Sie jetzt noch interessieren könnte in diesem Fall hier ist, was ist der Reihenwert? Aber da wollen wir uns jetzt gar nicht mit beschäftigen. Der dümmste Fall ist der, dass Ihnen Folgendes passiert: Das Ding konvergiert und zwar gegen 1. Und wenn das Ding gegen 1 konvergiert, dann ist leider gar nichts gewonnen, weil das der Grenzfall ist, an dem Sie keine Aussage machen können. Das ist leider so. Da kann man nichts gegen tun. So, wir werden uns gleich Beispiele dafür angucken. Ich will aber mal versuchen, ganz grob eine Idee Ihnen dafür zu geben, wieso das funktioniert. Stellen Sie sich vor, Sie haben diesen Fall hier, dass das Ding konvergiert gegen eine Zahl, diese Folge hier, konvergiert gegen eine Zahl Rho kleiner 1. Das würde ja, wenn man das hinmalt, folgendermaßen aussehen. Wir haben hier unseren Zahlenstrahl. Irgendwo liegt unser Grenzwert Rho und der ist kleiner als 1. Das heißt, dazwischen ist Platz. Da muss nicht viel Platz sein zwischen Rho und der 1, aber genug. Und jetzt nehmen Sie ein ganz kleines Stückchen links und rechts von dem Rho. Und zwar nehmen Sie das Stückchen so klein, dass es noch zwischen Rho und die 1 passt. Und die obere Grenze hier, da wo dieses Intervall aufhört, das nenne ich mal, sagen wir mal, Rho Stern. Das ist also etwas, was ein ganz kleines bisschen größer als Rho ist, aber immer noch kleiner als 1. Das kann ich auf jeden Fall hinbekommen. So, und jetzt kommt wieder die entscheidende Sache, die haben wir bei Folgen schon ein paar Mal ausgenutzt. In diesem roten Stückchen hier zwischen den beiden blauen Intervallgrenzen liegen fast alle Folgenwerte, weil das Ding ja gegen Rho konvergiert. Fast alle Folgenwerte müssen in diesem roten Stückchen hier liegen. Das bedeutet, fast alle Folgenwerte sind kleiner als Rho Stern. Also für fast alle Folgenwerte gilt die folgende Abschätzung. Und die Folgenwerte sehen ja so aus, das steht hier oben noch. Die Entewurzel aus a hoch n ist kleiner oder kleiner gleich, das ist völlig egal, als diese Zahl Rho Stern. Und jetzt machen Sie was ganz Simples. Sie
nehmen auf beiden Seiten die n-te Potenz. Wenn ich also hoch n rechne, dann fällt die Wurzel links weg, dann steht hier a n. Und auf der rechten Seite steht dann diese Zahl Rho Stern hoch n. Was bringt mir das? Das bringt mir Folgendes. Ich habe hier rechts auf einmal die geometrische Reihe stehen. Das sind auf einmal die Summanden der geometrischen Reihe. Und zwar mit einem Term, das wäre sonst unser Q, das ist das, was wir typischerweise Q genannt haben, mit einem Term, der kleiner als 1 ist. Und wir wissen, wenn ich hier irgendein Q hoch n bilde, dann muss diese Reihe konvergieren. Das heißt, was wir jetzt tun, ist, wir wenden einfach das Majorantenkriterium von eben an und sehen, diese Folge ist also fast überall unterhalb dieser Folge. Das ist aber eine geometrische Folge. Darum muss die dazugehörige Reihe konvergieren, also muss diese Reihe auch konvergieren. Und wenn man sich das einmal überlegt hat, und das habe ich eben für Sie gemacht, und für mich hat es auch schon mal irgendjemand gemacht, dann brauchen Sie das nie wieder zu überlegen, sondern können einfach dieses Wurzelkriterium anwenden. Folge nehmen, gucken, gegen was die konvergiert, wenn es kleiner 1 ist, fertig. Und das sollten wir jetzt mal machen. Oder, nee, wir machen es anders. Ich sage Ihnen erst nochmal das andere Kriterium, weil wenn Sie dann wirklich mal mit so einer Reihe konfrontiert sind, dann müssen Sie sich ja überlegen, welches Kriterium Sie jetzt anwenden sollten. Also darum sollten wir vielleicht erstmal alle kennen und dann können wir uns wirklich eine Reihe angucken und überlegen, welches von denen passt denn jetzt. Das ist nämlich meistens so, dass man sich überlegt, was kann man besser rechnen. Das andere Kriterium ist das sogenannte Quotientenkriterium. Das ist im Skript Lemma 1310. Und das funktioniert so ähnlich. Wie üblich haben Sie eine Reihe, die ich hier mal AN nenne, und von dieser Reihe würden Sie gerne wissen, ob die konvergiert. Und was Sie jetzt machen, ist, dass Sie immer jeden von diesen Summanden dividieren durch den vorherigen Summanden. Also Sie schreiben sowas hin. Zum Beispiel der fünfte Summand wird geteilt durch den vierten und so weiter. Dieser Bruch ist im Prinzip sowas wie das Wachstumsverhalten der Summanden relativ zueinander. Ja? Und auch hier machen Sie vorsichtshalber Betragsstriche drumherum, damit Sie nicht aus Versehen irgendwann mit negativen Zahlen rechnen. Und das Ganze betrachten Sie auch wieder, genau wie bei dem Wurzelkriterium, als Folge und nicht als Reihe. Also nochmal wie eben, das hier ist eine Reihe, über deren Konvergenz Sie etwas wissen wollen. Das hier ist eine Folge. Und ansonsten funktioniert das Spielchen aber genau wie eben. Sie gucken sich diese Folge an, Sie gucken, gegen was die konvergiert. Und die Fälle sind dann genau wie eben, wenn das gegen eine Zahl konvergiert, die kleiner als 1 ist, dann machen Sie einen Haken ran und sagen, das Ding hier oben konvergiert. Wenn das gegen eine Zahl konvergiert, die größer als 1 ist, dann machen Sie einen Haken ran und sagen, das Ding konvergiert nicht. Also hier in diesem Fall wäre die Antwort nein. Und wenn das Ding, Sie Pech haben, gegen die 1 konvergiert, dann ist die Antwort leider, keine Ahnung, muss man weitermachen, muss man eventuell andere Kriterien anwenden. Auch hier kann man relativ leicht begründen, warum das funktioniert. Das will ich jetzt hier aber nicht auch nochmal machen. Das hängt auch mit der geometrischen Reihe zusammen. Im Prinzip guckt man sich die geometrische Reihe an und fragt sich, wie das bei der geometrischen Reihe ist, wenn ich da immer einen Summanden durch den vorherigen teile. Und bei einer geometrischen Reihe, die konvergiert, kommt da als Bruch tatsächlich immer ein Wert raus, der kleiner als 1 ist. Und darum ist diese 1 auch hier wieder die Grenze. Da kann man mit so ein bisschen Rechnerei drauf kommen. Das wollen wir uns jetzt aber sparen und uns stattdessen lieber Beispiele angucken, wie schon angekündigt. Das müsste jetzt 1327 sein. Und ich schreibe Ihnen mal eine Reihe hin. Sie könnten, wenn Sie so eine Reihe betrachten, immer zuerst, und das sollten Sie zumindest bei einfach aussehenden Reihen auch machen, immer zuerst nochmal sich an das Nullfolgenkriterium erinnern. Dabei aber nicht vergessen, das Nullfolgenkriterium ist lediglich eine notwendige Bedingung. Also Sie können immer erstmal dieses Ding hier angucken und gucken, ob das überhaupt gegen Null geht, was hier steht. Wenn man das einfach sehen kann, also Sie müssten diesen ganzen Term hier betrachten, mit dem hoch n, und sich fragen, wenn n immer größer wird, werden dann die Summanden immer kleiner und gehen gegen 0.
Manchmal ist es aber einfach so, dass es die Arbeit nicht wert ist und man dann vielleicht doch gleich mit dem Wurzel- oder Quotientenkriterium weiterrechnet. Und wie gesagt, nochmal, das Nullfolgenkriterium hilft Ihnen nur dann, wenn die Antwort Nein ist. Wenn die Antwort Ja ist, ist damit überhaupt nicht Ihnen weitergeholfen. Darum könnte man sich jetzt hier fragen, was wäre einfacher? Ist es einfacher, aus diesem Term hier die n-te Wurzel zu ziehen? Oder ist es einfacher, zwei von diesen Termen durcheinander zu dividieren, wenn bei dem einen das n durch n plus 1 ersetzt wird? Und manchmal ist das, glaube ich, relativ leicht zu sehen. Also was würden Sie hier eher machen? Steht hoch n, darum liegt es hier nahe, die n-te Wurzel zu nehmen. Das heißt, in diesem Fall, wenn Sie sowas sehen, wenn da hoch n steht, sollten Sie immer zuerst versuchen, das Wurzelkriterium zu bilden. Aber ich will es nochmal ganz deutlich machen, dieser ganze Ausdruck, der hier steht, inklusive dem hoch n, ist unser an. Ja? Und Sie müssen jetzt dieses an nehmen, davon den Betrag und daraus die n-te Wurzel. Der Betrag macht es eventuell ein bisschen schwerer. Da müssen wir gleich nochmal drüber nachdenken. Ich schreibe aber erstmal einfach ab. Das heißt, da wo jetzt an steht, schreibe ich diesen Term wirklich hin. Ein Drittel minus 1 durch Wurzel n in Klammern hoch n und die Betragsstriche drumherum, nicht vergessen. So, da stehen auch die Betragsstriche drumherum und daraus die Wurzel. Das sieht jetzt schon so ein bisschen hässlich aus. Also vielleicht war das doch nicht so einfach, wie wir gedacht haben, weil die n-te Wurzel und die n-te Potenz sich natürlich nur dann gegenseitig aufheben, wenn dazwischen nicht diese blöden Betragsstriche stehen. Die müssen wir jetzt irgendwie wegkriegen. Die kriegen wir aber gleich weg. Und zwar kriegen wir die Betragsstriche natürlich immer dann weg, wenn hier zwischen nur positive Werte stehen. Stimmt das? Stehen hier nur positive Werte dazwischen? Kann ich die Betragsstriche weglassen? Nee, ne? Wenn ich zum Beispiel n gleich 1 einsetze, dann steht hier ein Drittel minus 1. Und das ist ja negativ. Also die erste instinktive Reaktion ist zu sagen, oh Mist, jetzt stehen diese blöden Betragsstriche hier im Weg und ich kann nicht weiterrechnen. Aber, wieso ist das nicht schlimm? Das Stichwort ist wieder fast alle. Das ist zwar am Anfang so, dass hier ein, zwei Mal ein negativer Wert steht, aber das geht relativ schnell vorbei, das Problem. Wenn Sie zum Beispiel für n gleich 9 einsetzen, dann steht hier Wurzel aus 9, das ist 3, dann haben Sie hier 0. Und so wie die Werte dann größer werden, dann wird hier immer weniger als ein Drittel abgezogen. Ja? Also ab dem 10. Wert stehen hier auf jeden Fall immer positive Werte. Und da das ja nur für fast alle Werte gelten muss, ist es völlig Wumpe, was bei den ersten 10 Werten passiert. Also darf ich mit der Begründung fast alle die Betragsstriche einfach weglassen. Und weil die Betragsstriche jetzt weg sind, darf ich jetzt natürlich die n-te Wurzel und hoch n betrachten, die sich gegenseitig auflösen. Und dann bleibt nur noch diese ganz harmlose, wunderbar einfache Folge hier stehen. Ein Drittel minus 1 durch Wurzel n. Dieses Ding betrachte ich als Folge. Das ist ganz einfach. Denn das hier, wissen wir, geht gegen 0, wenn n immer größer wird. Das hier ist der konstante Wert ein Drittel. Das ganze Ding konvergiert also als Folge gegen ein Drittel. Ja? Ganz easy. Und dieses ein Drittel ist das Rho, der Grenzwert, gegen das Ding läuft, aus der Formulierung des Kriteriums. Und weil diese Zahl ein Drittel kleiner als 1 ist, ist die Antwort, diese Reihe hier oben konvergiert absolut. Fertig. Also ich schreibe es nochmal ganz ausführlich hin. Weil ein Drittel kleiner 1 ist, konvergiert die Reihe n gleich 1 bis unendlich ein Drittel minus 1 durch Wurzel n hoch n absolut. Leider wissen wir nicht gegen was. Können Sie mal ausprobieren, ob Maple das weiß. Wenn das aber eine Klausuraufgabe wäre, und das interessiert Sie ja wahrscheinlich am meisten, dann wäre diese Antwort völlig ausreichend. So, dann nehmen wir nochmal eine andere. Gut, da Sie ja eben schon nicht antworten sollten, werde ich Ihnen hier die Antwort gleich geben. Die Frage ist auch hier wieder, sollte ich hier das Wurzel- oder das Quotientenkriterium anbieten?
wenn hier oben hoch n steht, liegt es sehr nahe, das Wurzelkriterium anzuwenden. Wenn hier ein Bruch steht, in dem nur Produkte vorkommen, dann ist das meistens eine Sache, die man durch geschicktes Dividieren hinbekommen kann, also durch Kürzen und so weiter. Darum sollte man hier es wirklich mal mit dem Quotientenkriterium probieren. Ja? Wir müssen also jetzt Folgendes machen beim Quotientenkriterium. Wir müssen ausrechnen, dass hier dieser Term, schreibe ich nochmal dazu, ist ja wieder unser AN, das ist einer von den Summanden, eines von den Reihengliedern. Wir müssen ausrechnen AN plus 1 geteilt durch AN und davon den Betrag. Also erstmal setzen wir einfach ein, wobei erfahrungsgemäß es schon beim Einsetzen häufig zu Unfällen kommt, weil Sie natürlich immer daran denken müssen, dass Sie entsprechend Klammern setzen. Also setzen Sie lieber eine Klammer zu viel. Hier oben muss ich das hinschreiben, was hier steht, wenn ich n durch n plus 1 ersetze. Also im Zähler dieses Bruches steht 2 mal n plus 1 geteilt durch n plus 1 Fakultät. Und hier unten steht das, was hier einfach steht, also 2n geteilt durch n Fakultät. Und Betragsstriche drumherum. In diesem Fall sind die Betragsstriche aber völlig unproblematisch, weil das ja alles positive Zahlen sind. Hier stehen ausschließlich positive Zahlen. Darum kann ich mir die Betragsstriche sofort wieder sparen. Die lasse ich einfach mal weg und tue so, als wenn da gar keine Betragsstriche gewesen wären. Das ist in diesem Fall ganz easy. Und wenn ich dann nachher so ein bisschen rumspielen will und Tricks mit Quotienten machen will, ist es vielleicht am besten, wenn ich mich daran entsinne aus der Schule, dass Dividieren bedeutet mit dem Kehrwert mal nehmen. Dann sieht das nämlich ein bisschen übersichtlicher aus. Das heißt, diese Zahl wird mit dem Kehrwert von dieser Zahl multipliziert. Dann habe ich hier stehen 2 mal n plus 1 geteilt durch n plus 1 Fakultät. Das ist das, was mal der Zähler war. Multipliziert mit dem Kehrwert des Nenners n Fakultät durch 2n. So, und nun? Hier steht n Fakultät durch n plus 1 Fakultät. Ich schreibe Ihnen das zur Erinnerung nochmal hin, aber da muss man so ein bisschen vertraut mit werden. Also wir machen mal so eine kleine Nebenrechnung hier. Nebenrechnung. Wenn ich mir nur diesen Teil hier betrachte, das und das, dann steht hier n Fakultät geteilt durch n plus 1 Fakultät. Ja? Und ich schreibe das nochmal ausführlich hin, aber das werde ich jetzt in Zukunft nicht immer machen. Oben steht also 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal und so weiter mal n. Es werden alle Zahlen miteinander multipliziert bis n. Und unten geht das sogar noch weiter. Es werden alle Zahlen multipliziert bis n plus 1. Hier steht also 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal bis n und dann nochmal n plus 1. Und das sollten Sie hoffentlich alle sofort sehen, bedeutet, dass Sie ganz, ganz viel rauskürzen können. Die 1, die spielte sowieso keine Rolle, die 2 gegen die 2 kürzen, die 3 gegen die 3 kürzen, die 4 gegen die 4 kürzen und so weiter, bis sie n gegen n kürzen und dann bleibt hier gar nichts mehr übrig, außer dem n plus 1 hier unten. Was hier also rauskommt, ist 1 durch n plus 1. Das war unsere Nebenrechnung. Wenn ich also jetzt hier oben weitermache, Punkt, 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 dann sind die beiden grün unterstrichenen Terme eigentlich schon weg. Dafür kann ich jetzt schreiben im Nenner einfach n plus 1, das ist das hier. Und was noch übrig bleibt, sind die beiden Terme, die nicht grün unterstrichen sind. Dann steht hier nämlich 2 mal n plus 1 mal 2 mal n. So, und jetzt geht das mit dem Kürzen weiter. Quotientenkriterium heißt eigentlich immer kürzen, bis der Arzt kommt. Da müssen Sie so viel kürzen wie möglich, damit nachher möglichst wenig übrig bleibt. 2 gegen die 2 kürzen, n plus 1 gegen n plus 1 kürzen und dann ist ja eigentlich gar nichts mehr da. Das Einzige, was hier noch steht, ist 1 durch n. Und das ist die schönste Folge, die wir überhaupt kennen, die allererste Folge, die wir mal betrachtet haben, die harmonische, die geht gegen 0 und die 0 ist ja nun sowas von deutlich kleiner als 1, dass wir auf jeden Fall gewonnen haben. Das hier ist also unser Rho und das ist kleiner als 1, das heißt an der Stelle können wir aufhören. Und nochmal hinschreiben, ich schreibe das jetzt noch ein letztes Mal ausführlich hin, weil 0 kleiner 1 ist, konvergiert unsere ursprüngliche Reihe, das war n durch n Fakultät absolut.
Ich sehe gerade, dass ich eigentlich eine schwierigere Reihe hatte, die ich mit Ihnen rechnen wollte, aber macht nichts, können Sie gleich mal rechnen. Machen wir mal weiter. Also falls man das aus irgendwelchen Gründen wieder nicht lesen können sollte, hier steht 1 plus 1 durch n hoch n Quadrat. Das wird also nicht hoch n, sondern hoch n Quadrat gerechnet. Und n lassen wir mal vorsichtshalber erst bei 1 loslaufen bis unendlich. Wir nehmen aus diesem Term hier die nte Wurzel. Ich schreibe das jetzt nicht nochmal alles hin mit dem a, n und so weiter. Also dieser Ausdruck hier, daraus nehmen wir die nte Wurzel. Ich habe hier gleich mal die Betragsstriche weggelassen, weil das ja auch nur positive Werte sind, die hier stehen. Da kann nichts Schlimmes passieren. Es könnte aber sein, dass das Schlimme, was Ihnen passiert ist, dass Sie gar nicht wissen, wie Sie die nte Wurzel aus so einem Ausdruck wie hoch n Quadrat ziehen. Also wenn ich sowas stehen habe wie, was Sie meinten, ist a hoch 2n. Das ist a hoch n mal a hoch n. Aber a hoch n Quadrat ist was anderes. Es gibt zwei Möglichkeiten, das zu sehen. Die eine Möglichkeit ist zu sagen, a hoch n Quadrat ist a hoch n mal n und das bedeutet a hoch n und das Ganze nochmal hoch n. Das bedeutet, wenn ich aus diesem Ding hier die nte Wurzel ziehe, dann fällt sozusagen einer von den Exponenten weg und es bleibt immer noch hoch n stehen. Eine andere Möglichkeit, das zu sehen, ist, sich daran zu entsinnen, dass die nte Wurzel ziehen bedeutet hoch 1 durch n. Die nte Wurzel von irgendwas ist nur eine andere Schreibweise für b hoch 1 durch n. Und wenn Sie das so hinschreiben, dann können Sie natürlich Folgendes machen. Sie haben irgendeinen Ausdruck, Punkt, 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 dieser Ausdruck hoch n Quadrat und daraus wollen Sie die nte Wurzel nehmen, dann bedeutet das, Sie haben diesen Ausdruck, Punkt, 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 hoch n Quadrat und das Ganze hoch 1 durch n. Und das bedeutet ja n Quadrat mal 1 durch n. Dann haben Sie n Quadrat mal 1 durch n, kürzt sich das n einmal raus und dann bleibt auch nur noch einmal hoch n stehen. Also entweder Sie machen sich das so klar oder so. In beiden Fällen heißt das, dass hier dieses Wurzel n und hoch n Quadrat sich so aufheben, dass noch einmal hoch n stehen bleibt. Hier kommt also raus 1 plus 1 durch n hoch n. Und was ist hiermit? Kommt Ihnen das bekannt vor? Das war das Ding, was gegen e geht. Was heißt denn das jetzt für die Reihe? Konvergiert die oder divergiert die? Also die hier, um die ging es ja. Die divergiert, weil e größer als 1 ist. Mehr wollen wir gar nicht wissen. Entscheidend ist, diese Zahl ist ja 2,7 Dings, sie entsinnen sich. Größer als 1, das heißt, die Reihe, um die es uns eigentlich ging, konvergiert nicht, die divergiert.